Gegen die Spitzen. Nee. Und ihr könnt jetzt mal davon ausgehen, dass der Tornado-Kombo jetzt der einzige sein wird, den ich verwende. Weil die anderen einfach nicht mehr sinnvoll sind. Also doch sind sie jetzt schon noch, aber der Tornado-Kombo ist einfach der stärkste von allen. Und wenn er schon so stark ist... Mein Gott. Warum nicht ausnutzen? Geht mal aus dem Weg da, ich will es mal 10 haben. Dankeschön. Es wäre cool, wenn es mal 10 nicht nur Gutes machen würde, sondern auch irgendwie die Anzahl an Römern, die man töten muss, um das 10-fache erhöht. Aber ich dachte gerade, es wäre eine Lorbeere. Aber nein, das ist nur eine Fackel. Die gehen hier einfach so rum. Während ihre Kollegen weghauen werden. Aber naja. Who cares, ne? So. Da muss man das hier hinterziehen, genau. Ziehen, ziehen, ziehen. Na, auf geht's, Asterix. Komm. Wo ist Ende? Hier ist Ende. Ha, ich lerne dazu. Jetzt habe ich mich gemutet vom Husten. Okay, noch ein paar. Ah, ja. Die Obelix-Schleuderteile. Kann man Kisten greifen? Moment. Nein, kann man nicht. Kaputt greifen. Mann! ihr solltet euch dran gewöhnen. Wow. Ja, das ist die stärkere Fraktion, die ich gemeint habe. Die schleudern nämlich die Kugeln von der Maschine, wie ich sie nenne, weil ich die keinen Namen hat und einfach nur eine fette Maschine ist. Die finale Maschine da, der Endgegner praktisch. Und das war's. Den Fliegenden macht es nichts aus, oder? Naja. Okay, und hier runterfallen. Man stirbt nicht, aber man muss alles nochmal machen. Deswegen gebe ich hier echt mein Bestes, das nicht zu tun. Sind hier Schleuder... Boah, wenn hier so Schleuderwichser sind, da, Entschuldigung, boah, ich fürchte, da oben ist so einer. Wenn der dich hier runterschleudert, nein, hier ist zum Glück keiner. Ich muss weiter hoch, bedeutet, ich gehe erstmal runter. Natürlich, wie man es in jedem Spiel macht. Okay, dazu fehlt uns noch einer. Sag jetzt nicht, der ist irgendwo unten. Das ist nämlich zu 100% eine Lorbeere. Die ich gerne hätte. Man kriegt ja durch die Lorbeeren. Verschiedene Outfits. Die man da alle hat. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Nicht so gut anscheinend. So, Obelix, komm mal mit. Ja, und zur Lorbeere, wenn das der Hebel ist, der da das Teil aufschließt. Boah. Ich hasse so knappe Passagen. Ja, das ist er.
Nein, das ist noch nicht mal die Lorbeere. Das ist einfach der weiterführende Weg, alles klar. Ja, da unten geht's weiter. Ah ja, stimmt. Der Händler hier. Es war so klar. Es war einfach so klar. Nee, können wir uns nicht leisten und ist unnötig, brauchen wir nicht. Lass jederzeit wieder vorbeikommen. Ein Schild wäre vielleicht noch nicht schlecht gewesen, aber pff, du, nee. Brauchen wir nicht, wir sind Profis, ja. Und fallen erstmal fast runter. Übrigens resettet's mir bei jedem neuen Start von dem Spiel immer die Grafikeinstellungen. Aus irgendeinem Grund. Natürlich schwimme ich hier übrigens außen rum, das ist gar keine Frage. Kann ja immer was da sein. In dem Fall ist da aber nichts. Na gut. Oder hier drunter vielleicht. Nein, hier kommt man nicht drunter. Na gut. Schleudertime. Und wo landen wir jetzt? Oh nein, nein. Oh Gott, habe ich's gehasst. Ein weiterer Teil, der mich an diesem Land, gelinde gesagt, abgefuckt hat. Die Bootsfahrt. Dazu bräuchte man vielleicht. Kann man hier springen mit dem Teil? Ja, kann man sogar. Dazu bräuchte ich vielleicht einen Controller, weil das so Rennspiele und so bin ich, wenn dann, mit Controller gewöhnt. Wenigstens haben wir hier keine Vorgabe. Oh Gott, nein, bitte, na, stopp! Wenigstens haben wir hier keine Vorgabe irgendwie an Punkten, ne? Boah, ich hoffe, das ist die einzige Bootsfahrt in dem Spiel. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Boah, leck mich. Wie viel Leben wir hier gelassen haben. Wir hätten uns doch ein Schild kaufen sollen. Aber an die konnte ich mich jetzt echt nicht mehr erinnern. Die habe ich verdrängt. Muss ich zugeben. Okay. Ja, die habe ich echt verdrängt oder vergessen. Man hat da jetzt echt kein Ziel gehabt, oder? Gab es da eine Lorbeere? Vielleicht? Das könnte ja sein, auf diesem einen anderen Schiff da, das auf dem Stein da hängt. Hier sind wir im nebligen Gebiet Helvetiens. Das ist jetzt der Teil, wo mir dann langsam die Atmosphäre nicht mehr so gefallen hat. Gut, fand ich generell nicht so toll hier, der ganze Matschboden und so. War jetzt nicht so mein Lieblingsbereich, aber hier fängt es dann langsam wirklich an zu sacken. Aber naja, für das, ich meine, im Verhältnis zu dem Spiel, ja. Also es ist weit nicht so schlimm wie andere Sachen. MW3 zum Beispiel. Doing. Aber Hauptsache, der Druide macht noch de Doink. Ein Zeichen der Hoffnung. Ah, richtige Kiste zuerst. Ich glaube es nicht. Unglaublich. Wo? Na, was ist denn los? Muss ich ein paar Mal husten jetzt gerade? Dann kommen auch noch so zwei dämliche Römer auf mich zu. Du kannst dafür gerne aufstehen, ne? Ich sehe dich schon.
40. So. Ihr dürftet ihr dann nochmal eine neue, sehr schöne Combo sehen. Und zwar der Tornado. Die Tornado-Combo. Gemischt mit Zaubertrank. Soweit ich weiß. Insofern hier wirklich mal die Römer auf einem Haufen kommen und nicht so vereinzelt verstreut. Das wäre schon mal schön, damit wir auch mal ein Combo aufbauen können überhaupt. Ach, scheiß drauf. Holen wir uns den einfach mal. So, ich brauche den Combo. Oder die Combo, oder... keine Ahnung. Das Combo-Gedöns halt. Noch einer, so. Komm, das kann doch nicht sein, dass mir da immer einer fehlt. Und den anderen hat mir jetzt der Obelix weggenommen. Na egal. Dann schauen wir uns das mal in einem späteren Zeitpunkt an. Der Tornado-Kombo mit Zaubertrank gemischt. Eine unschöne Mischung für Römer. Muss man dazu sagen. Der letzte versteckt sich wieder irgendwo wahrscheinlich. Alter, hier ist sau viel mit rumgeschleudert. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Boing. Ich habe echt noch nie gewusst, dass man dreimal springen kann mit Zaubertrank. Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal in diesem Let's Play. Also habe ich ja... wo war das? In der Normandie, ne? So, kurz Schluck getrunken. Weiter geht's. Was haben wir hier oben? Oh Gott, nein. Verzieh dich bloß. Und du auch. Du kannst da mal ganz schnell gehen. Cooler an dem Spiel ist, man kriegt keinen Fallschaden. Wieder die richtigen Kisten zuerst. Ich werde ja hier zum Profi. Sofern man das so beurteilt, ob man Profi ist oder nicht, indem man die richtigen Kisten zuerst aufmacht. Ich hoffe mal, ich habe da unten jetzt nichts übersehen. Noch ein Level höher. Und ich glaube, mittlerweile haben wir mal eine Lorbeere übersehen oder so. Ich glaube auch gerade eben bei dem vielen Zaubertrank, wo ich das euch zeigen wollte mit dem Combo. Der Combo, die Combo, die Kombination, ja. Da ist, glaube ich, auch irgendwo in einem der Türme oben eine jetzt habe ich einen Faden verloren. Eine Lorbeere ist da. Wo ist der gelandet jetzt? Na egal. Und schon wieder. Überall fliegen Römer durch die Gegend. Oh, noch eins. Aber wir haben das andere Schild schon wieder verloren. Okay, das wäre jetzt tödlich, wenn wir hier runterfallen. Deswegen steht der da am Ende von der Klippe auch sehr ungünstig. Vor allem bei der Klippe ist es blöd für ihn, wenn er da reinfällt. Na, wir haben ihn nochmal verschont und drüber geschlagen. Aber wenigstens einmal 20 Helm. Und schon wieder so ein fettes Schleudergedöns. Immer weiter nach oben wir.
Steigen wir halt über die Alpen vielleicht in Helvetien. Möglich.